Hallihallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Windward, einem Piraten, einem Segelspiel. Wenn ihr Port Royal 2 kennt, wenn ihr Sid Meier's Pirates kennt, dann werdet ihr ungefähr denken, was das für ein Spiel ist. Also es ist ein Handelsspiel, es ist ein Kriegsspiel, also Kämpfen gegeneinander Schiffe, es ist ein Entdeckerspiel und es ist relativ einfach zu verstehen, aber schwer zu meistern. Und ich habe mir gedacht, ich werde mal schauen, wie gut das Projekt ankommt. Durch Likes werden mehr Parts kommen. Und später werde ich auch schauen, ob es im Internet noch... ja, es gibt eigentlich recht gut Server, aber die sind leer gerade. Es ist momentan 1 Uhr. Also 13 Uhr. CPC Server. Aha, und da muss man da auch einstellen. Okay. Dann gehe ich wieder raus. Also eben zuerst werde ich Einzelspiel machen. Eventuell kann ich ja ein paar Leute, die das Spiel auch über Steam haben, ja, dazu verleiten, auch mitzumachen. Und dann können wir irgendwo für ein Reich oder so, für ein Land kämpfen. Und also wenn ihr Bock habt, dürft ihr gerne mir das Bescheid sagen. Und vielleicht werde ich auch zwischendurch dann manchmal im Multiplayer mit euch zusammen spielen oder so. Und es ist auch sehr interaktiv. Also ihr dürft immer wählen, was ich beim Schiff verbessern soll, wie ich es aussehen lassen soll. Und ich werde das Schiff natürlich auch immer wechseln, also mit den Farben und so weiter. Es ist einfach so, dass man nicht jede Farbe hat, also man muss die Farben zuerst finden oder kaufen und das geht halt einige Zeit, bis man die richtige Farbe findet und so weiter. Aber ich werde immer wieder, wenn ich eine Farbe finde, die auch auswählen. Und jo, also Freunde dürfen teilen. Ja, okay. Steam-Freunde wahrscheinlich, wenn die das Spiel haben. So, jetzt haben wir hier Spielerschiffe erlauben. Spieler dürfen ihre eigenen Schiffe verwenden oder sind gezwungen, mit einem neuen zu beginnen. Das werde ich erlauben. Gegenstandseigenschaften anpassen. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Eigenschaften von hochleveligen Gegenständen in niedrigen heruntergestuft, um den jeweiligen Herausforderungsgrad gerecht zu werden. Nein, das werde ich nicht machen. Permanenter Krieg. Wenn eingeschaltet, befindet sich Fraktion immer im Krieg. Nein. Und Herauswertung werde ich mal auf 80% machen. Schaden im Kampf auch. Und Fraktionen. Ah. Ich habe das Spiel im Ende Mai habe ich es gekauft und kurz ein bisschen angespielt, aber ich kenne mich also wirklich auch noch nicht gut aus in dem Spiel. Ja, ich möchte gerne Kampf nehmen. Ja, rücksichtslose Kugelhagel. Kugelhagel ist wahrscheinlich normal, oder? Eigentlich werde ich rücksichtslos nehmen. Und hier Rumpf. Werde ich mal ein bisschen runterstufen, dafür etwas anders. Also Geschwindigkeit wäre gut. Auf 100%. Diplomatie. Da unten steht, wie viel man Zugewinnsrate bekommt. Braucht man da irgendwie etwas? Ja, ich werde es schon ein bisschen schnell machen, lasse ich es auf 100. Die Wendigkeit werde ich ein bisschen runter machen, dafür die Diplomatie ein bisschen hoch. So. Also 100%, 100%, 100%, 110%, 110%, 90%, 90%. Und die Flagge werde ich jetzt ändern. Soll ich ein Pirat sein? Ein Haifisch. Und werde es blau machen. So. Bisschen dunkelblau. Der Rumpf lasse ich rot, aber die Flagge, die werde ich blau und rot machen. Rot, weil Farbe einfach wegen Drachen und so. Und blau wegen Hai. Und Fraktion
Farbe, ja, ist rot. Dann mache ich hier noch ein bisschen blau rein. Ein bisschen dunkler blau. So, und die Segelfarbe könnte ich rot machen. Nein, ist zu viel rot. So ein bisschen hellblau. Genauso. Gut. Oh. Okay. Satz gespeichert. Und Name. Dragos Galeone. Genau. So. Da haben wir das wieder. Annehmen. Ah, jetzt kommen wir zur Map. Und hier möchte ich gerne 33 mal 33. Boah. Heftig. Aber ich möchte es nicht so geradlinig machen. Ich möchte da. Kann man da nicht ein bisschen mehr. Ah, editieren. Bisschen mehr nehmen, oder? Ein paar Ausweichrouten, bisschen zusammen führen da und da, dann hier, ah, hier runter, da oben und hier. So, dann haben wir das ein bisschen zusammengefügt. Wollen wir noch ein bisschen die größeren, sieht man das nicht, wie hochlevel die Regionen sind. Dann machen wir doch am besten das noch so. Dann machen wir das nach Norden. Und hier, so. Und hier werde ich auch nicht direkt bei den Fraktionen oben, sondern ein bisschen runter. Oh. Okay, dann hat sich das erledigt. Ach Mist, wieso ist da die Taste so groß? Läuft nicht gerade so gut. Wieso sind die alle so klein? Die ist schön. Das ist eine schöne Map. Also dann werden wir die noch ein bisschen editieren. Dann machen wir das so. Da noch rüber. Wo noch verbinden? Da noch verbinden. Und hier noch verbinden. So ein bisschen schräg nach oben. Dann hier nach oben. Ich will die hochleveligen Regionen hier haben. Jetzt nicht allzu weit nach oben klicken. Da auch noch ein bisschen also größer machen. Hier hätten wir eigentlich schon, aber werden wir auch noch machen. So. Und hier unten könnten wir hier. Ah, geht noch weit rüber. Sehr schön. So. Gut. Ja, dann nehme ich blau. Da werde ich noch ein bisschen größer machen. Und hier. So. Ich nehme, glaube ich, blau. Dann haben wir auch ein großes Gebiet hier. Und weiter. Ausgangsregion. Oder ich kann das wegmachen und das und dafür da rot und da blau. Dann nehmen wir rot. Und nordisches Klima. Nordisches Klima. Arktisch. Maritim mild, okay. Vielleicht subtropisch, tropisch Savanne. Hat es nirgends irgendwie so nordisch, subtropisch, mild, subantarktisch. Was?
Arktisch, okay. Boreal, das ist. Mir gefällt Boreal ein bisschen besser als tropisch Savanne. Aber nein, ich werde es so lassen. Tropisch Monsun kommt dann, okay. Und hier Wüste sogar. Sind wir so ein bisschen Wüstenvolk, Savannenvolk. Gut, können aber noch nicht spielen, weil ja, was will weiter. Also da rot, da grün, da war noch eins, blau. Und da oben war das letzte. Muss ich noch irgendwas? Muss ich noch was einstellen? Fertig. Ich will aber spielen. Hallo. Ja, die Probleme fangen jetzt schon an. Ah, man muss wählen. Okay. Das sieht man so schlecht. Also, und dann sind wir eigentlich hier bei, ja, aber ich möchte ein bisschen rauszoomen oder so. Was, wie heißt die Stadt hier? Gormir sind wir. Okay. Haben eigentlich eine Map. M, ja. In dieser Map, also ein Quadrat auf der großen Map ist so eine Map. Und jetzt, boah, sieht so irgendwie babyblau aus, kann man hier die Stadt betreten und kann hier Sachen kaufen oder Gegenstände kaufen. Also Waren, Gegenstände. Dann haben wir Aufträge hier. Bring Passagier für Breakerburn. Okay, da können wir eigentlich beide annehmen. Wir können, glaube ich, 3 Quests annehmen. Oder so viel wir Fracht Ding können. So, kann man das auch. Ja, hier kann man die Schiffe kaufen und hier kann man Gerüchte aufschnappen. Und der Tresor ist dann das Lagergebäude von uns. Nehmen wir mal das raus und kann man jetzt irgendwo hier ja, im Lager, ja, im Lager kann man jetzt so die Sachen ausrüsten, so. Dann haben wir einen Bootshaken. Der Bootshaken ist ein praktisches Werkzeug, mit dem die Mannschaft automatisch Güter aus der näheren Umgebung bergen kann. Also automatische Sachen einsammeln. Und Segelfarbe könnten wir jetzt das Babyblau rausnehmen. Ich weiß nicht wohin. Ah, ausrüsten. So, jetzt haben wir weiß. Sieht besser aus. Gut, dann haben wir nach Breakerburn müssen wir gehen. Und Breakerburn ist ganz im Nordwesten. So, mit WASD stellt man das Schiff und jetzt müssen wir das ohne viel Krach machen, dorthin buxieren. Ich denke, ich gehe oben durch. Ich hoffe, man kann oben durch. Sonst muss ich da südlich gehen. Das sind meine Reichsmitglieder. Die Leute, die einfach in meinem Reich sind. Und das ist ein Gut, also wie sagt man, Treibgut, genau. Ah, man kann nicht durch. Schade. Und wenden. Oh, wenden. Also eben, jetzt kann man Quests machen, jetzt kann man Piraten töten, jetzt kann man entdecken, jetzt kann man eigentlich alles machen. Es ist ein freies Spiel eigentlich. Also man kann sehr viel Eigensachen machen, man kann wählen, was man machen will. Und ja, Fracht gut einsammeln, zum Beispiel, damit wir vor allem Holz für die Reparatur haben, Eisen für die Kanonenkugeln und so weiter. Ja, jetzt haben wir zum Beispiel 2 Eisen bekommen. So, und jetzt müssen wir eigentlich dorthin. Können wir hier entlang? Ah, Holz 12. Können wir hier entlang? Nein. Okay, das sieht schlecht aus. Man bekommt Schaden, wenn wir an Land kommen, aber man kann zurück ins Wasser. Also man kommt nicht weiter als da, ja,
das Land anfängt. Ein Sturm zieht auf und... Ah, er bekommt nur Schaden über, weil er so komisch in mich rein gewendet hat. Gut, also eben, wenn man selber schuld ist, bekommt man Schaden. Wenn man nicht selber schuld ist, bekommt man wahrscheinlich keinen Schaden über. Weil ich bin ja nicht, also ich bin nicht nur ausgewichen, aber ich dachte nicht, dass er so wendet. Und deshalb ist es eigentlich ihm sein Verschulden gewesen. Und das sind einfach NPCs, also die machen recht wenig. Und Formire wurde entdeckt, sehr schön. Und das Spiel kann richtig viel Spaß machen, wenn wir wirklich auch Ding haben. Etwas zu tun haben und so. Also vor allem im Krieg sind oder so. Da können wir kurz schauen auf die Weltkarte. Nein. Ich weiß jetzt nicht, wie man die Weltkarte aufmacht. Und wir haben plus 1 Dagos Galeone, okay. Level up oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man die Karte schnell reiße. Ah ja. Also die Gegner werden jetzt auch ihr den Gründen ihr Reich verbessern und so. Und wir tun eigentlich uns auch vergrößern. Da muss ich halt auch sehr viel helfen. Also wir machen wahrscheinlich das meiste und nicht die NPCs. Ah, komm, bleib jetzt. Stopp, stopp. So. Cormier. Dann machen wir das mit dem Cormier. Und indem wir Quests erlösen, vergrößern sich die Städte. Bis zu einem Maximum, glaube ich, von 9 oder von 11 oder so. Ich glaube, 10 ist es nicht. Und wir verdienen jetzt unser Geld damit, bekommen Gegenstände und zum Beispiel können Sachen kaufen. Wir haben 758 Gold. Könnten zum Beispiel schlechter. Der eigentlich auch. Ja, Geschwindigkeit ist besser. Rumpf ist schlechter, viel schlechter. Dann nehmen wir lieber also pinke Farbe. Rosarot für den Drago. Wieso nicht? Die ist besser. Die Munition. Nicht viel besser, lasse ich. Ja, das Emblem sieht zwar cool aus, aber brauchen wir jetzt nicht. Ich will den Hai behalten. Oder den Drachen jetzt. Wieso habe ich jetzt den Drachen und nicht den Hai? Ah, auf der anderen Seite habe ich den Hai. Zeig dich, Hai. Nein, auch den Drachen? Komisch. Hat es wahrscheinlich nicht gespeichert oder so. Jetzt müssen wir aber schauen, wo dieses Komfir ist. Das ist die Stadt, wo wir am Anfang waren. Genau. Und wenn wir hier rüber segeln, kommen wir in die nächste Map, die anschließend ist. Und das geht jetzt nur in Westen raus. Aber wir müssen auch hier noch eine Kampfinstanz laden. Und dafür geht es in eine andere Map. Und da gibt es ganz viele Piraten und ganz viele NPCs und die bekriegen sich und wir müssen natürlich die Piraten dann kaputt schlagen, kaputt ballern mit den Kanonen. So, also machen wir noch das, nehmen aber keine Quest an dort, weil das wird wahrscheinlich neu generiert werden, diese Map. Und dadurch haben wir keine, ja, der Fortschritt ist dann halb flöten. Nur unser Schiff und unser Equipment bleibt. So, 52 Gold, sehr schön. Also, da oben haben wir Treibgut, das lassen wir jetzt. Sind wir wieder an der Stadt angekommen. An der Startstadt. So. Schön ruhig das Spiel. Okay. Kampfinstanz. Kampf annehmen. Und jetzt geht's ans Ballern. Yay. Säubere die Region. Seid gegrüßt, Captain. Wir benötigen dringend deine Hilfe. Die Piraten sind buchstäblich überall und du bist der Erste, der uns seine Hilfe angeboten hat. Bitte hilf uns, die marodierten Wilden loszuwerden, damit wir wieder in Frieden leben können. Okay,
Hier hat es natürlich wenige. Aber eine Quest. Piraten töten. Jetzt muss ich noch schauen. V. Ist ein bisschen blöd mit V. Ja. Ich muss da ein bisschen näher ran, dass es grün wird. Boom und Volltreffer. Und einer der NPCs kommt auch mit. Ach, geh auf die Seite, ich muss schießen, ich muss schießen. Geh weg! Schlechte KI, schlechte KI. Ich komme wieder. Und die hinterlassen meistens Treibgut noch. Eine extravagante Truhe. Cool. Lol. Ich bin vor ihn gegangen und er bekommt den Schaden. So eine Frechheit. Er rappt mich völlig. Aber ich bekomme nicht den Schaden. Also das Schwarze hier oben sind die Piraten und wir sind das Rote. Und je mehr Anteil wir haben, desto stärker sind wir natürlich. Und hier unten ist eine Stadt. Sehr schön. Arp per Croft. Und wenn wir jetzt hier drin in diesem Kreis sind, belagern wir es auch. Schönes Wetter, nicht wahr? Ja. Ah, die Fraktion hat den Hai und ich habe den... Ah, ich habe also noch den Drachen, okay. Könnten wir dann sicher irgendwo kaufen und dann ersetzen, aber ich finde den Drachen richtig cool. So ist es. Die Fraktion hat nur den Ding. Ich habe es für die Fraktion ausgewählt und nicht für mein Schiff. Aha. So, sehr schön. Und da oben ist auch noch ein Pirat. Drago Basler, komm bald wieder. Ja, er kommt bald wieder. Der Drago. Gut, super. Jetzt haben wir hier Passagier für Smugglersreise. Oh. Und natürlich kann man die Schiffe auch mit R dann reparieren, außerhalb eines Kampfes. So, ich mache das so, dass ich sie immer eigentlich unten Ding nehme. Anstelle von V drücken, das ist ein bisschen umständlich. Ein bisschen zu weit weg von der WASD-Tasten. So, jetzt kann man reparieren. Gut. Und dafür braucht man eben das Holz. So, und ein bisschen Schwarzpulver haben wir noch gefunden. Zwei Stück. Da oben ist nichts. Dann ist eigentlich im Süden noch etwas, oder? Im Norden kommt man nicht so gut hin. Uah. Puh. Bisschen üben noch. Zu nah dran. Ich muss weg, geh nicht. Zu mir. Einfach gut draufhalten. Sehr schön. Ah. Zweimal plus. Okay, das ist wahrscheinlich die Erfahrungspunkte oder so. Teakholzrumpf. Teakholzrumpf. Oh, viel besser. Nicht im Kampf einsetzbar. Okay. Ja, Mann. Ich kann so schlecht wenden. Ich hätte doch wenden nicht so tiefer machen sollen. So, sehr schön. Du Narr, Drago Basel. So, jetzt, komm. Volle Breitseite wieder, haha. Sehr schön. Ah, das Spiel gefällt mir. Was, Betrüger? Ich bin doch kein Betrüger. Hab leider jetzt Schaden bekommen, indem ich da gestrandet bin ein bisschen. So, ja. Und für die Reparatur muss man stehen. Das wollte ich noch sagen. So, jetzt gehen wir aber hier, wo die Schiffe auch herkommen, entlang. Oh, zwei Treibgut.
schlecht. Da ist ein groß. Ah, nein, das ist eine Doppelkiste. Okay, eine ist verschwunden. Nach einiger Zeit verschwinden natürlich die Treibgüter. Ah, hier hätten wir. Hä? Da oben war ich? Ah, nein. Da war ich nicht. Okay. Ein Leuchtturm. Die Leuchttürme kann man auch zerstören. Also einnehmen. Okay, die Dinge kann man zerstören. Die Wachtürme. Genau. So. Bleib hier. Und eingenommen. Jetzt haben wir hier eine große Übersichtsfläche. Das sind einfach die Türme, die eben ein bisschen Sichtradius geben. Ah, da auch. Da ist das. Ah, das ist. Nein, das ist ein Gegner, okay. Sah nur so rot aus wegen der Schrift. Yay, wir haben das andere auch eingenommen. Sehr schön. Die andere Stadt haben wir auch eingenommen. Super. Da muss ich ja selber nicht so viel machen. Ich hoffe, es bleibt später auch noch ein bisschen fair, dass die Piraten da nicht einfach alles einnehmen, ohne dass wir eine Chance haben. Aber mal gucken, wie das Balancing so ist. Und ich werde natürlich auch höher stellen, die Prozentzahlen höher stellen, wenn ich dann auch stärker bin. Einfach so, dass es eigentlich immer ein bisschen herausfordernd bleibt. Weil sonst wird es auch schnell langweilig, denke ich mal. Yay, und jetzt haben wir halbe. Zwei gegen drei Städte wahrscheinlich. Okay. So, also hier haben wir nichts mehr. Dann gehen wir nach oben. Und schauen wir mal, wo die zwei Piratenstädte noch sind. Ich denke, es sind ungefähr noch zwei, können auch drei oder einer sein. Ein Beobachtungsturm. Und den lasse ich. Ja, den muss ich, glaube ich, auch dem siegen, oder? Oh. Ich könnte auch stehen, oder? Mal probieren. Ja. Schießt trotzdem weiter. Was? Nein. Unser Anfangsdorf wurde eingenommen. Eine Frechheit. Hey Leute, ihr müsst euch besser verteilen. So, und ein Erfolg habe ich noch bekommen. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen. Ich hoffe, im Video ist es zu sehen, was unten rechts stand. Dann kann ich das nachschauen. So. Toll. Plus 12 XP. Gut, also dann müssen wir das wieder einnehmen, leider. Da unten haben wir auch irgendwas, wahrscheinlich auch ein Leuchtturm. Und gehen dann zu den anderen zwei Städten. Also die gehen jetzt zu der oberen Stadt. Sehr schön. Ja, da muss ich eigentlich dieses hier einnehmen, oder machen wir das später? Ja, die gehen sowieso rund, den Piratenschiffen siegen hier. Porverville. Oh. Nicht zu weit. So. Voll in den Steak hinein. So, ach komm schon. Nicht zu weit. Gut. Und wieder eingenommen. Hopp, hopp, hopp. Hälfte ist schon. Ah, hoffentlich spawnen die jetzt kein neues Schiff. Ah, einer hilft uns. Gut, sehr schön. In die Wanten, Jungs. Sehr schön, also. Nein, ich gehe zuerst. die haben irgendwie ein bisschen Findungsprobleme, oder wie man denn sagt. Wegfindungsprobleme, ja. Da ist der Turi hin. Okay. Durihen. Optische Mannschaft. Okay, und was soll das bringen?
wenn es nur optisch ist. Aber scheinbar heißt es einfach, dass es eher optisch ist, als nicht also etwas bringt. So, jetzt. Peng! Volle Breitzeit. Und? Was gibst du uns? Der Leuchtturm lasse ich jetzt mal für die anderen. Die kommen jetzt wieder hier. Gut. Und gehen weiter. Richtung Norden. Richtung Stadt hier. Krafur. Stopp, stopp, stopp. Oh Mann. Boah, dieser... Bis es gestoppt ist, das Schiff. Aufwachen, Kameraden. Hilf uns. Doppelt so schnell, dreifach so schnell. Oh, alle Schiffe kommen. Yeah. Ha. Teamwork. Und das andere wurde auch eingenommen. Oh. Das ist nicht so gut. Ihr lässt die anderen Städte im Stich. Ah, nein. Okay. Bisschen Schaden bekommen. So, wenden. Ja, jetzt müssen wir das andere, die andere Stadt wieder einnehmen. Und der wurde auch eingenommen, der Leuchtturm. Gut. Genau, lass die Piratenschiffe nicht zur anderen Stadt kommen. Sehr schön, komm. Und Peng. Treib gut. Oh, Holz, sehr schön. Noch nicht reparieren, zuerst das. Ja, toll, die haben es wieder eingenommen. Hey Leute, ihr seid so... Das geht unendlich so weiter. Ah, komm schon. Jetzt nehmt die Stadt am Norden wieder ein und ich gehe in den Süden. Schauen, wo die andere Stadt ist noch. Ja, so kann es sein. Gehen immer zurück. Die anderen erobern immer die Städte zurück. Ah. Und eben jede Region hat eigentlich dann ein anderes Level. Und eine erhöhte Schwierigkeitsgrade. Wie die Piraten dann spawnen und so. Und je stärker die, also je höher das Level, desto stärker, schwerer wird es dann auch natürlich, die einzunehmen. Ich habe keine Zeit für dich. Tschüss. Ich brauche jetzt diese Stadt. Wo ist sie? Veros ist hier. Oh, der hat Schaden gemacht. Nein, 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 nein. Ja, ein bisschen Schaden bekommen. Aber ja, eigentlich recht viel Schaden. So, jetzt möchte ich noch kurz, das ist schlecht. Ausrüsten? Ja. Okay. Man bekommt Waren für die extravaganten Truhen. Tja. Und wo haben wir jetzt diese Stadt, die uns noch fehlt? Ah, die sind unterwegs jetzt Richtung dort. Hier kann man, glaube ich, noch Schätze tauchen mit einem bestimmten Equipment. Hä? Wo habt ihr eure letzte Stadt? Hm. Schwer. Schwer zu finden. Da.
alle bereit seid. Nein. Boah, ich sterbe noch. Das Schiff geht noch kaputt. Könnte Hilfe gebrauchen. Boah. So viel Schaden. Nein, Rückzug ist nicht angesagt. Wir reparieren uns einfach. So. Also, das wurde wieder eingenommen. Jetzt haben wir wirklich nur noch wenig. Vielleicht eine Stadt fehlt noch. Wenn wir die eingenommen haben. Hä? Sieht ein bisschen komisch aus. So flach und an Klippen. Okay, das ist taktisch klug, wenn da noch ein Ding ist. Können wir nicht einen. Muss das vielleicht zuerst... Okay. Dann müssen wir zuerst diesen Turm hier. Und das Schiff jetzt noch. So. Ja, die sind recht schwer schon. Hätte ich nicht gedacht. Wir sind wahrscheinlich zu schwach für diese Instanz gerade noch. Also, dass es einfach mit der Schnelligkeit noch nicht so gut ist, aber wir haben ja eigentlich keine Probleme gegen die Schiffe, aber trotzdem schon ein paar Probleme. Oh, jetzt kommen Piratenschiffe dort in der Mitte an. Verteidigt diese Stadt, bitte. Ihr nervt, wie viele Schiffe habt ihr zur Verfügung? Beziehungsweise wie viele Piraten habt ihr? Captains. So, ich möchte das weiter einnehmen, bitte. So, und dann haben wir erobert. Können das eigentlich reparieren. Aha, okay. Werden wir nachher machen. Zuerst die Stadt herum. Weil man muss auch wieder stillstehen, um den Turm zu reparieren. Der ja jetzt uns ist. So, die anderen Reichsmitglieder kommen jetzt. Reichskapitäns. Und helfen mir. Okay, man kann nicht draufklicken. Talente. Ah, genau. Das wollte ich noch wissen. Okay, da habe ich schon ein paar investiert. Im Mai, als ich es kurz angespielt habe. Ja, dann werde ich das nehmen. Oh, erhöht die Chance, wertvolle Sachen zu finden um 3. 33%, 66% dann. Giftige Dämpfe. Oh, 17, das werde ich als nächstes wahrscheinlich nehmen. Okay. Spezialisierungen. Das werden wir dann im nächsten Part mal ein bisschen anschauen. Ich möchte aber noch kurz den Turm hier reparieren. Okay, wir machen die Map fertig am besten. Ja, eben wenn ich fast weggetrieben werde vom Wind. So, also das ist jetzt schlechter einzunehmen. Oh, da wird ein Piratenschiff angegriffen. Okay. Der Pirat geht weg. Oh, Möbel. Ein Leuchtturm hätten wir hier noch. Das ist wahrscheinlich der letzte, oder? Haben wir es dann? Nein, noch nicht, oder? Ja, jetzt wurde... Oh,
Jetzt habt ihr das wieder alleine gelassen. Okay, geht doch ein bisschen länger noch. Ich kann den Part ohne Probleme auch 40 Minuten machen oder 60 Minuten. Je nachdem. Ah, da ist die Stadt, die letzte. Dann nehmt ihr bitte Hypercraft, oder das heißt, wieder ein. Und ich nehme die andere Stadt wieder ein. Bitte NPCs, wenn ihr mich hört. Und folgt mir bitte nicht immer so. So. Und bevor ihr fragt, ich kann die Lautstärke nicht mehr lauter machen, weil sonst ist es viel zu laut für mich. Es gibt nur das und ein bisschen sehr laut. Und dann überlaut, mega laut und super extrem laut. Deshalb geht es nicht. Normal geht es leider nicht. Also es ist sehr schlecht regelbar eigentlich. So. Ich will jetzt, dass sie alle dorthin geht und nicht mir hilft. So, hey Gott, oh Gott. Also, im Multiplayer macht es sicher riesig viel Spaß, dieses Spiel. Im Einzelspiel müssen wir dann schauen, wie es viel Spaß macht, aber ich werde natürlich... Ach, muss das jetzt sein, hey. Leute, geht jetzt Richtung Norden. Ihr habt hier nichts mehr zu suchen. Ich kann doch das alleine nicht schaffen, wenn die das immer einnehmen. Da müssen wir eigentlich eine Stadt mit Questgröße machen, dass sie es standhalten können. Uiuiui. Okay, aber die Instanz will ich jetzt schaffen. Die will ich noch schaffen heute. So. Und nochmals. Bam. Schnell, schnell, schnell. Okay, wo sind die Piratenschiffe? Ich möchte eigentlich die Piratenschiffe zuerst sehen. Da ist zum Beispiel ein Piratenschiff. Weil die Piratenschiffe können ja die Städte einnehmen, aber die Städte können nicht die anderen Städte einnehmen. Deshalb sollte man eigentlich zuerst die Piratenschiffe suchen, dass sie die nicht neue Städte einnehmen. So. Und jetzt zuerst diese Stadt einnehmen. Also dann haben wir das geschafft, hoffentlich. Wo sind jetzt die anderen Schiffe von uns? Nur zwei oder sind die einfach hinten dran? Oh, ja. Ich komme. Komm ja schon. Versiegelter Brief. Okay, das ist wahrscheinlich eine Quest. Untersuchen. Ah, in einer Instanz kann man das gar nicht machen. Oh, Geld noch. Können wir ein anderes Schiff dann bauen? Sehr schön. Da ist auch noch einer von uns. Da ist ein Piratenschiff. Oh, zwei Piratenschiffe. Da. Ja, da ist eins. So. Jetzt nehmt bitte diese Stadt noch ein und das Piratenschiff dort töten. Oh, zwei. Oh je. Bekommt viel Schaden. So.
Okay. Segel-Emblem, sehr schön. Komm. Lass it. Nein. Spielverderber. Ja, die nehmen schon ein. Dann haben wir eigentlich gewonnen, oder? Sollte eigentlich ausreichen. Ja, das war die Kampfinstanz Nummer 1. Und auch der erste Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, schauen wir, was wir im Part 2 und 3 und 4 und so noch machen können. Städte ausbauen, handeln, Quests machen, eben diese Gegenden erobern. Wir werden wahrscheinlich alles erobern. Also, solange es Spaß macht allen, können wir da alles erobern und die anderen Länder vernichten oder Diplomatie machen mit ihnen. Ja. Mir gefällt das Spiel. Wie es euch Spaß macht, dürft ihr gerne unten einen Kommentar schreiben. Wenn ihr mehr sehen wollt oder eben wenn ihr Multiplayer dann sehen wollt, dann dürft ihr das gerne. Ding, es gibt es auf Steam, glaube ich, ungefähr, ja, ich muss jetzt 15 Euro ungefähr. Und das Spiel heißt Windward und wird, glaube ich, aber auch nicht mehr so weiterentwickelt. Es gibt es, glaube ich, von Samsung, für Samsungs noch und dort ist wahrscheinlich die Steuerung aber nicht so gut. Und die Grafik eher auch nicht so. Und ich weiß nicht, ob man mit Steam Leuten dann spielen kann, aber wahrscheinlich nicht. Aber ja, ich würde mich freuen, wenn es ein paar Interessenten gibt, die mit mir dann aufnehmen wollen und einfach Bescheid sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Base. Tschüss.